Liebe Zuschauer, an den Aktienmärkten ging es in den letzten Wochen ziemlich rauf, runter. Also es war gut was los. Was ist eigentlich bei den Devisenmärkten? Da hört man gar nicht mehr so viel. Frage ich genauer nach natürlich bei einer Devisenexpertin. Begrüße ganz herzlich hier vor der Börse Tula Nguyen von der Commerzbank. Hallo. Frau Nguyen, ich habe schon gesagt, also bei den Aktienmärkten kommt man ja kaum dran vorbei zu sehen, da geht es richtig ab. Bei den Devisenmärkten hat man den Eindruck, es ist ein bisschen ruhiger. Täuscht der Eindruck? Also es ist tatsächlich ein bisschen ruhiger geworden, zumindest im Gegensatz zum März und April, wo wir diese starken Verwerfungen gesehen haben, insbesondere bei riskanteren Währungen, also Schwellenländerwährungen. Die meisten Währungen haben sich stabilisiert, aber die Volatilität ist immer noch relativ hoch, insbesondere im Vergleich zu Anfang des Jahres. Es fehlt momentan einfach nur die Richtung, aber es geht viel auf und ab immer noch. Also viel auf und ab, wenn wir uns jetzt mal die einzelnen Währungen anschauen. Natürlich der Klassiker, das Währungspaar Euro-Dollar. Da gab es ja in letzter Zeit einiges, was da den Verlauf entsprechend in eine oder andere Richtung bringen könnte. Auf der einen Seite hatten wir Androhungen auf einmal aus den USA in Richtung Europa, was das Thema Strafzölle betrifft, aber auch Konjunkturdaten, die wir zuletzt gesehen haben aus Europa, die ja nicht schlecht aussahen. Was hat das jetzt für das Kräfteverhältnis Euro-Dollar bewirkt? Also die Wirtschaftsdaten aus Europa, so erfreulich sie auch waren, also es waren ja vor allem die Stimmungsindikatoren, die teilweise auch sehr positiv überrascht haben, waren aber keine Neuigkeit für die Märkte. Ja. Also der Markt hat eine relativ schnelle Erholung im Prinzip schon eingepreist, vor allem im vergangenen Monat, weshalb die Aktienmärkte in dem Monat auch gut liefen, riskante Anlagen im Allgemeinen, viele Schwellenländerwährungen haben sich erholt. Also insofern hatte der Markt das alles schon vorweggenommen, diese guten Daten. Es kommt eher auf die harten Daten an, also ob sich diese positive Erwartung auch wirklich bewahrheitet. Das heißt, momentan konzentriert sich der Markt tatsächlich eher auf diese Handelsspannungen. In diesem Umfeld ist der Dollar dann sehr gefragt, also Euro-Dollar ist in den letzten Tagen eher ein bisschen abwärts tendiert. Wir haben ja auch schon im vergangenen Jahr gesehen, dass eben diese Tendenz da ist, dass der Dollar von diesen Handelsspannungen profitiert. Und das hat auch seine fundamentalen Gründe und das sehen wir eben momentan auch, diese Tendenz. Also die Handelsspannungen, das war jetzt ja mal was Neues, das quasi gedroht wurde in Richtung Europa. Zuletzt ja immer mal wieder auch Verwirrungen um das Thema, was war denn eigentlich mit dem Deal zwischen USA und China? Hat man das auch an der Währung in China, am Renminbi, bemerkt? Der Renminbi ist zwischendurch mal wieder ein bisschen unter Druck geraten, aber insgesamt zeigt er sich ziemlich stabil. Und das liegt sicherlich auch daran, dass klar es jetzt verbale Drohungen gab, aber insgesamt die Äußerungen zuletzt auch vor allem von US-Präsident Trump eher darauf hindeuten, dass man an diesem Handelsdeal festhalten möchte. Aber klar, das ist immer noch so das größte Risiko für die chinesische Währung, dass dieses Handelsabkommen aufgekündigt wird. Und ich denke, das wird auch das Aufwertungspotenzial des Renminbi in diesem Jahr begrenzen. Aber es sieht doch sehr danach aus, dass man an diesem Abkommen festhalten will. Aber klar, dieses Jahr ist ein Wahljahr in den USA. Das heißt, ich würde nicht ausschließen, dass zwischendurch die Rhetorik doch mal wieder aggressiver wird. Aber insgesamt ist nur bei diesen verbalen Attacken bleibt. Es gab in dieser Woche quasi ein Jubiläum. Ich weiß nicht, ob man es überall gefeiert hat, aber 4 Jahre Brexit-Referendum. Es jährt sich zum 4. Mal. Hat das irgendwelche Auswirkungen? Jetzt vielleicht nicht unbedingt der Termin, aber wie geht es überhaupt dem britischen Pfund? Also das Thema Brexit wird doch wieder spannender dieses Jahr. Wenn man sich den Euro-Pfund-Wechselkurs mal anschaut, sieht es ja eigentlich ganz gut aus. Das Pfund hat sich von seinen schwächsten Niveaus in diesem Jahr erholt. Aber wenn man die Pfund-Entwicklung vor allem in Vergleich setzt zu anderen Währungen, die auch im März sehr stark unter Druck geraten waren, sieht man doch, dass es eher enttäuscht, die Performance. Und ein Grund ist natürlich das mal wieder steigende Risiko eines No-Deal-Brexit zum Ende dieses Jahres, weil es momentan nicht danach aussieht, als würden sich die EU und Großbritannien auf ein Handelsabkommen in der Zeit jetzt noch einigen können. Klar, es sind noch 5 Monate bis Ende dieses Jahres, da ist alles noch möglich. Wir sind auch noch weiterhin optimistisch, dass irgendeine Lösung gefunden wird. Aber allein dieses Risiko, dass zum Ende dieses Jahres Großbritannien vermutlich ohne ein Handelsabkommen austritt und entsprechend die Handelsbarrieren dann von beiden Seiten hochgehen, was vor allem der britischen Wirtschaft schaden würde, sind die Abwertungsrisiken für das Pfund dieses Jahr doch relativ groß. Stichwort Risiken. Wir haben ja schon immer mal wieder auch über quasi Ölwährungen gesprochen. Und der Ölpreis hat sich ja doch immer weiter auch stabilisiert. Hat sich das dann auch bei den entsprechenden Ölwährungen bemerkbar gemacht?
Ja, durchaus. Norwegische Krone, kanadische Dollar, auch der russische Rubel haben sich insgesamt auch erholen können. Aber man sieht auch, dass sie immer noch nicht, klar, wie eben auch der Ölpreis, noch nicht bei den Vorkrisenniveaus zurück sind. Im Gegensatz zu einigen anderen Währungen, ja, die durchaus besser performt haben. Also wir sehen beispielsweise, die schwedische Krone ist wieder bei Vorkrisenniveaus angelangt. Oder auch der australische Dollar ist nah an den Vorkrisenniveaus. Das heißt, der weiterhin doch niedrigere Ölpreis ist immer noch eine Belastung für diese Ölwährungen. Wie sieht es mit den klassischen sicheren Hafenwährungen aus? Zum Beispiel der japanische Yen. Sind Anleger im Moment noch besonders interessiert am sicheren Hafen? Also momentan, also insbesondere in den letzten Tagen, durchaus haben der Yen als auch der Franken wieder etwas aufgewertet. Aber man sieht schon, dass diese Flucht in sichere Häfen nicht mehr ganz so ausgeprägt ist wie natürlich im März oder im April. Tendenziell sind diese Währungen noch gefragt. Tatsächlich momentan ist der US-Dollar einer der stärkeren, sicheren Häfen, eben auch aufgrund der Handelsspannungen meiner Ansicht nach. Aber man sieht auch, dass Investoren ein bisschen differenzierter jetzt vorgehen und sich nicht einfach in diese sicheren Häfen stürzen und sich mehr auf Fundamentaldaten fokussieren. Und deswegen, ja, so erkläre ich mir zumindest die Stärke der schwedischen Krone, die, wie gesagt, ja schon auf Vorkrisenniveaus zurückgekehrt ist und auch dieser Tage relativ stark ist, vermutlich eben, weil Schweden einen Sonderweg gegangen ist in dieser Krise und die Wirtschaft nicht so stark zurückgefahren wurde wie in anderen Teilen Europas. Und das ist doch ausschlaggebend für positivere Konjunkturaussichten dort. Jetzt hatten wir eingangs darüber gesprochen, dass die Lage an den Devisenmärkten jetzt nicht ganz so volatil war wie zuletzt an den Aktienmärkten. So ein bisschen ruhiges Fahrwasser kann ja auch mal was Nettes sein. Aber gibt es jetzt irgendwas, wo Sie gerade hingucken, wo Sie sagen, das könnte jetzt aber auch noch mal spannend werden? Oder generell einfach auch im Moment, wäre jetzt mal so ein Hingucker? Ich glaube, die Volatilität an den Devisenmärkten ist natürlich auch deshalb gefallen, weil die großen Notenbanken so viel Liquidität in die Märkte geschossen haben, dass das eben vor allem auch die anfälligen Emerging Market Währungen profitiert haben und im Prinzip Investoren mit der Gießkanne ihr Kapital verteilen konnten. Und ich glaube, da wir vermutlich nicht nochmal so eine große Liquiditätsspritze sehen werden, insbesondere von der US-Notenbank, aber auch von der EZB, dürften es diese Währungen auch zunehmend schwer haben, ja, und Investoren ein bisschen selektiver vorgehen, schauen, wo gibt es fundamentale Probleme. Und viele von diesen Emerging Market Währungen haben natürlich jetzt ein Problem, dass die Auslandsverschuldung deutlich gestiegen ist. Da natürlich die Frage ist, wie diese Mittel bis langfristig bedient werden können. Das heißt, in vielen Emerging Markets wäre ich ein bisschen vorsichtig für den Rest des Jahres oder auch im nächsten Jahr, dass sich hier diese gute Performance hält. Also hier lieber ein bisschen vorsichtig, Frau Nguyen. Vielen herzlichen Dank fürs Interview. Liebe Zuschauer, soweit unser Blick mal auf die Devisenmärkte. Was ist da eigentlich los? Denn es gibt ja neben Corona auch noch ein paar andere Themen, wie gesagt Brexit. 4 Jahre ist das Referendum jetzt schon wieder her. Da haben wir natürlich dann auch mal über das britische Pfund gesprochen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Tschüss.